Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich hier ein Kurzupdate zur Palantir-Aktie für euch dabei. Wir gehen hier eigentlich nur kurz und knapp auf die aktuellsten Infos ein, die jetzt hier rein für die Aktie wichtig sind. Es sind sonst so keine großen News rausgekommen, also auch noch keine Zahlen. Die kommen hier erst im Mai. Ich glaube, so gegen 11., 12. Mai wollen sie es hier veröffentlichen. Wir schauen uns jetzt hier aber mal an, was hier einfach, welche Chartlinien hier wichtig sind momentan und gehen dann natürlich hier auf den Jahreschart zusammen ein. Und wenn euch wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, würde mich natürlich sehr freuen. Dann starten wir jetzt hier einfach direkt. Wie gesagt, soll wirklich nur kurz und knapp werden. Und zwar ist es so, dass man hier eben am 27. Januar bei 45 Dollar eben hier ein neues Allzeithoch ausbilden konnte. Da hat es natürlich die Anleger dazu verleitet, die Gewinne mitzunehmen. Dann ist die Aktie anschließend eben hier in einen ganz klaren Abwärtstrend übergegangen. Das sehen wir nachher im Chart. Und unter den 50-Tages-Durchschnitt im kurzfristigen und mittelfristigen Bereich zurückgefallen. Im Tief ging dann die untersten Notierungen bis zum 5. März auf ungefähr 20,18 Dollar zurück. Dann hatten so ein bisschen die Käuferseite wieder probiert, den ganzen Wiederanstieg über die 50-Tage-Linie zu schaffen. Das hat man bisher oder ist bisher noch gar nicht gelungen. Man ist immer bis kurz rangekommen, das zeige ich euch nachher auch an der Linie genau. Und man hat hier eben schon zwei Anläufe probiert, einmal im März und im April. Da ist man leider dran gescheitert, haben es die Käufer nicht geschafft, hier eben den Kurs weiter zu stützen. Und man hat aber eben jetzt wieder erneut den gleitenden Durchschnitt bei ungefähr knapp über 24 Dollar erreicht. Sollte man das jetzt im dritten Versuch schaffen, nachhaltig zu überschreiten, dann steht hier das nächste Hoch vom 14. April bei 26,20 und am 15. März bei 27,47 dann die nächsten Ziele. Und wenn die zwei auch bezwungen werden können, aber das muss man erstmal abwarten, dann könnte man hier auf die nächsten Hochs vom Februar und Dezember bei 30,19 und bei 31,24 nach oben eingeleitet werden. Sollte es aber jetzt eben kurzfristig an dieser 50-Tage-Linie wieder scheitern, dann wären hier wieder Abgaben bis 20,86 Dollar möglich und darunter ist dann oder stützt ein Tief vom 5. März bei 20,18. Wie gesagt, und wird das unterschritten, dann ist der 50-Wochen-Durchschnitt bei 19,62 dann hier das nächste Ziel. Also momentan ist die Aktie schon noch eher bärisch eingestellt, also leicht eher der Abwärtstrend. Also noch ist kein wirklich bullisches Signal zu erkennen und man sieht es hier, wir sind in so einer richtigen Seitwärtsphase gefangen und seitdem hier eben der Kurs, das ist hier diese besagte Linie, die gelbe Linie, die 50-Tage-Linie, seitdem der Kurs da vom Allzeithoch nach unten durchgekracht ist, hat es hier die Aktie nicht mehr drüber geschafft und jetzt sind wir hier wieder eben an einen ganz, ganz wichtigen Punkt angekommen. Man hat es leider nicht geschafft, hier drüber zu kommen. Jetzt sieht man, dass es hier eigentlich wieder leicht gerade abwärts geht. Wir stehen hier bloß noch bei 19,31 Euro, bei einem Minus von 3,43%. Wie gesagt, das ist eigentlich nur momentan im kurzfristigen Bereich. Mittel- und langfristig sehe ich Palantir aber auf einem ganz, ganz guten Weg. Natürlich ist es ein umstrittenes Unternehmen und vielleicht auch hier eine umstrittene Aktie. Man muss aber auch den Vorteil aus dem Ganzen ziehen, beziehungsweise das Technische im Hintergrund sehen und was sie genau machen. Und diese ganze Datenanalyse wird definitiv in der Zukunft gebraucht. Und daher sind sie für mich hier ein ganz großer Faktor. Sie werden ja in Deutschland, hier in Nordrhein-Westfalen, auch schon eingesetzt von der Polizei. Also es ist nicht nur so, dass das nur in Amerika hier der Standard wird, sondern ich glaube, dass das auch nach Europa rüberschwappt. Und Palantir hier, glaube ich, eine ganz, ganz große Zukunft bevorstehen kann. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, weil es einerseits ja Regierungsbehörden auf der Seite hat und Nicht-Regierungsbehörden. Und gerade die Regierungsseite lässt hier Palantir, glaube ich, nicht runterfallen, weil sehr, sehr viele bauen jetzt eher ihre Partnerschaft auf oder erweitern das, beziehungsweise bekommen sie immer neue Partner auch dazu oder Kunden, so muss man sagen. Und daher, glaube ich, sind die langfristigen Weichen sehr, sehr gut gestellt. Natürlich muss man dem aktuellen Umfeld erstmal gerecht werden, beziehungsweise der aktuellen Bewertung. Sie sind ja jetzt doch recht hochgeschossen hier, wenn man das letzte Allzeithoch sieht, bis aufs letzte Jahr runter von so knapp über 7, zwischen 7 und 8 Euro bis auf 35 Euro war eine Rallye, also wirklich verfünffacht in kürzester Zeit. Und da ist auch ganz normal, dass jetzt hier mal eine Korrektur stattfindet. Somit sehe ich das Ganze langfristig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Würde mich mal mega interessieren. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.